Ja, Herr Oberbürgermeister, die Corona-Situation spitzt sich wieder zu. Haben Sie Sorgen? Ja, selbstverständlich. Die Situation ist in der Tat besorgniserregend und wir müssen weiterhin wachsam bleiben. Ich habe große Sorge, speziell für unsere Gewerbetreibenden, aber natürlich auch, was die Gesundheit der Menschen angeht. Und aktuell kommt sicherlich auch nochmal eine emotionale und eine psychologische Komponente hinzu, denn wir müssen einfach anerkennen, die Tage werden kürzer, das heißt, es wird früher dunkel. Und es wird auch kälter, demzufolge können weniger Veranstaltungen im Freien stattfinden und die Räume, die wir haben, geben oft nicht die Möglichkeiten dazu her, Veranstaltungen, wie wir sie gewohnt sind, abzuhalten. Und vor diesem Hintergrund habe ich in der Tat auch Sorge, dass wir die ein oder andere Person, den ein oder anderen Menschen in diesen nächsten 4 bis 5 Monaten, ja man kann sagen, in die Isolation verlieren. Jetzt schlägt das Virus vor allem gerade bei Kindergärten und Schulen ein. Haben Sie mit diesem Schwerpunkt gerechnet? Ich glaube, man darf sich nicht wundern, wenn der Schwerpunkt gerade dort entsteht, wenn man weiß, wie in Schulen und Kindergärten der Umgang, der zwischenmenschliche Umgang grundsätzlich ja erfreulich vonstatten geht. Es ist einfach der Raum, in dem sich Menschen, in dem Fall Kinder, sehr nahe kommen. Und deswegen, glaube ich, dürfte es auch niemanden wundern, wenn wir gerade an dieser Stelle einen Schwerpunkt produzieren. Gleichwohl glaube ich auch, dass wir speziell in Weinheim hervorragend vorbereitet sind auf diese Situation. Wir haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten sehr viel auch Geld investiert in die Digitalisierung und die Ausstattung unserer Schulen. Und ich glaube, wir sind gerade, was das Thema Homeschooling angeht, hervorragend aufgestellt. Und darüber hinaus glaube ich, dass unsere Schulleitungen, die in enger Kooperation mit unserem Amt für Bildung, Schule und Sport agieren, ihrer Verantwortung in einer vernünftigen Balance zwischen Verantwortung gegenüber der Gesundheit der Kinder und ihrem pädagogischen Schulungsauftrag gerecht werden. Die Stadt Weinheim verzichtet im Moment zumindest noch darauf, härtere Maßnahmen zu ergreifen, als das in der Corona-Verordnung des Landes vorgesehen ist. Warum? Ja, ich glaube, dass wir natürlich, wie ich es eben gesagt habe, eine besorgniserregende Situation haben, sie aber noch nicht so weit zugespitzt ist, dass es sich rechtfertigen ließe, ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen auszusprechen oder eine Sperrzeitverlängerung auszusprechen oder beispielsweise im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht zu verhängen. Man möge sich vorstellen, dass wir morgens um 9 Uhr unseren Marktplatz kontrollieren und jemand trägt keine Maske und wir brummen ihm auf gut Deutsch ein Ordnungsgeld auf. Ich glaube, das würde Stand heute niemand verstehen. Wir würden im Übrigen auch der Überzeugung bin ich, keinen einzigen weiteren Infektionsfall verhindern. Es ist wichtig, dass wir die Maske tragen. Und deswegen haben wir uns auch stark gemacht für ein Gebot, ein Maskengebot. Die Maske ist das Mittel, um die Verbreitung des Virus weiter zu verhindern und es einzudämmen. Aber da ist sie geboten, wo eben der 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten werden kann. Da, wo klar ist, dass wir diesen einhalten können, hielt ich es für völlig überzogen, auch schon eine Maskenverpflichtung zu verhängen. Im Frühjahr, als der Lockdown da war, hat die Stadt Weinheim teilweise stärker durchgegriffen. Was hat sich geändert seither? Also ich glaube, dass sich zum einen das Empfinden der Menschen verändert hat, aber auch die Jahreszeit hat sich logischerweise geändert. Während wir im Frühjahr vor einer Jahreszeit standen, wo absehbar war, dass sich Jugendliche, Menschen überhaupt auf öffentlichen Plätzen, Grünflächen treffen werden, um vielleicht auch miteinander zu feiern und diese Situation besonders gut geeignet sind, um das Virus zu verbreiten, haben wir heute eine gänzlich andere Situation. Deswegen haben wir damals auch verstärkt darauf gesetzt, diese Räume nicht freizugeben, genau für solche Anlässe. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass wir dazugelernt haben. Die Menschen hatten damals große Sorge, sehr viel Angst auch vor dem Virus. Ich glaube, dass wir inzwischen sehr viel mehr über das Virus wissen, wie wir damit umgehen können und welche Maßnahmen auch tatsächlich ja zielführend sind und hilfreich sind. Das heißt, die Kommune muss weiter einschreiten, aber anders als damals. In der Tat. Genauso ist es. Ich glaube, wir müssen uns einfach überlegen, was können wir ermöglichen, auch mit kreativen Wegen. Ich darf das an einem Beispiel festmachen.
Wir werden in diesem Jahr nicht einen Weihnachtsmarkt feiern, begehen können, wie wir das in den zurückliegenden Jahren gewohnt sind. Und trotzdem war es uns wichtig, mit kreativen Lösungen, kreativen Ansätzen einen Weihnachtsmarkt zu ermöglichen. Wir streben dieses Jahr ein dezentrales Konzept an. Das heißt, vielen Schaustellern ermöglichen wir an dezentralen Standorten in der ganzen Stadt, sich zu präsentieren, um damit natürlich auch den Menschen ja, eine Teilhabe an Weihnachten in der Form, wie wir es gewohnt sind, zu ermöglichen. Also es wird darum gehen, kreative Ansätze zu verfolgen, um ein Stück Normalität auch tatsächlich zu erwirken. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen vernünftiger geworden sind? Absolut. Also ich stelle weit überwiegend, es gibt natürlich auch immer Ausnahmefälle, aber ich stelle weit überwiegend fest, dass die Menschen sehr verantwortungsbewusst mit ja, den auch ihnen auferlegten Regelungen, Reglementierungen umgehen und dass sie sich darüber bewusst sind, dass sie beispielsweise mit dem Tragen der Maske den Gegenüber schützen und im Wesentlichen nicht sich selbst. Und sie halten Abstand, halten die Hygienevorschriften ein. Wie gesagt, es gibt immer die ein oder andere Ausnahmesituation, die ein oder andere Person, die nicht so damit umgeht, wie wir uns das vorstellen. Aber weit überwiegend, glaube ich, sind die Weinheimerinnen und Weinheimer sehr verantwortungsbewusst. Was werden die nächsten Wochen bringen? Ja, wir werden genau an der Stelle weiterarbeiten müssen. Mit kreativen Lösungen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was können wir noch ermöglichen? Und wo müssen wir vielleicht dann auch doch mal wieder etwas schärfer reglementieren? Diese Balance gilt es nie zu verlieren und die gilt es eigentlich Tag für Tag neu zu bewerten. Vielen Dank. Sehr gerne.